Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn und ich will jetzt mal was ausprobieren. Dann mal hier. Wie krass. Was ist das denn für ein Zeug? Ja, komm schon her. Oh oh. Alle? Ich wollte eigentlich nur eine. Warum? Ich wollte nur einen Pfeil ausprobieren. Das war eine super Sache. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich wollte doch nur mal was ausprobieren. Was macht denn dieser Zersprengerpfeil? Ich raff den nicht. Das müssen wir gerade nochmal uns anschauen. Inventar. Waffen? Nee, wo ist denn das? Moment, Munition, da. Zersprengerpfeil. Keinen Schaden, aber sehr hohen Reißschaden. Starker Druckluftstoß, nützlich, um Rüstung und Bauteile von Maschinen zu entfernen. Aha. Okay, also alles, was irgendwie Rüstung oder dergleichen hat. Okay, okay. Dann lass uns das mal am Plünderer probieren, oder? Wir müssen ja austesten. Hilft ja nichts. Jetzt wird's laut. Warum ist da nichts abgegangen? Da ist nichts abgegangen. Das muss doch abgegangen sein. Das wäre doch ein großer Reißschaden und überhaupt. Und ich muss hier weg. Und warum ist hier ein Felsen? Mann, oh. Das funktioniert alles super. Hi, Lagerfeuer. Du könntest noch nützlich werden. Zum Beispiel jetzt. Dankeschön. Denk mich doch am Arsch! Gemeinsam für das Sonnenreich! Was ist los? Danke? Wer bist du? Aua, sag mal. Ui, bitte. Was? Wer warst du und warum? Gemeinsam für das Sonnenreich. Hi. Und danke. Kenn ihn nicht. Kann ich mit ihm reden? Ich wollte mich ducken. Nein, ach gar nicht. Bei der Sonne. So. Ich kenne da noch jemanden, der abgeschlachtet wird. Ist ganz in eurer Nähe. Heilige Scheiße. Das läuft gerade gar nicht. Es lief zuletzt so gut mit den Kämpfen. Möge die Sonne sich gnädig zeigen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch gleich mit euch reden, aber ich sammle hier erstmal. Es wird schon wieder dunkel. Weißt du, entweder habe ich Nebel oder Dunkelheit. Es ist ein Traum. Tagsüber regnet es und nachts, naja, ist sowieso dunkel. Aber ich warte noch auf den Tag. Etwas Vorrat. Oder auf die Nacht vielmehr, wo es dann entsprechend auch noch nachts regnet. Der Sonne sei Dank, du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und Lass anderes. Mich raten. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet!
Was? Ein Gorgi? An die Waffen! An die Waffen! Halt, 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 halt! Was zum... Sag halt. Ich will doch nur spielen. Oh Gott, Gott. Meridian! Alter Finne. Was ist denn mit dem Spiel auf einmal los? Okay, den hätten wir, dieses komische Langbein. Na, wo ist er? Egal. Ich glaube, die. Hau mal klassisch um. Das Dumme ist. Rein damit. Zeug. Und. Ja, die haben wir auch. Hier. Hammerhart. Ganz ruhig. Formieren und zurückschlagen. Was? Da sind noch mehr? Ach du je. Den auch noch und ich hoffe, das ist jetzt mal der letzte Scheiße. Liebe Leute, das war knallhart, ne? Also. Ich hoffe, hier sind genug Heilpflanzen in der Nähe. Ich brauche nämlich wieder ein paar. Und das vor meiner großen Schlacht gegen diesen. Gegen diesen Transportonkel da. Das wird mir unterwegs. Den ich eigentlich machen wollte. Kommt mit. Hier, komm, wir speichern das. Alter. Was war das? Spiel bisher so dumm die dumm und jetzt auf einmal das zieht voll an. Wie knüppelhart. Okay. So, Sekunde. Ich habe jetzt nur noch gegiert nach den Pflanzen. Mal schauen. Hier müssten ja eigentlich auch noch Maschinenteile liegen. So, hier, das ist aber leider keine Heilpflanze hier vorne, aber dafür vielleicht da hinten auch noch. Wenn wir gleich mal ergründen. So, leben die noch? Hey. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Was? Die Lidkerne sind weg! Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Ja, können wir machen. Hier nichts mehr rum? Kein Maschinchen mehr? Da hinten doch noch. Krass. Also ist jetzt nicht so, dass das nicht irgendwie Spaß gemacht hätte oder so. Es war schon gut. Aber mich überrascht es halt enorm. So, da ist noch dieser komische Vogel.
Metallscherben. Und was kriegen wir hier raus? Leuchtendes Geflecht. Echohülse, Zünder, Draht, alles her damit. So, da haben wir noch ein bisschen was. Echt übel, was es alles für Maschinen gibt, ne? Also. Also Scheiß, ich heile mich mal. Bevor ich mich auf die Suche nach dem Dieb begebe, werde ich vermutlich auch killen dürfen. Und eine hiervon. Werde ich nochmal versuchen, ein bisschen an Heilung zu denken. Das ist Stöckchen, das braucht man nicht. Hier, da haben wir noch Heilung. Und uns noch was? Nee, ne? Na, Truthahn. Was ein Tag, sag ich dir. Hast du es gut. In deinem Truthahn-Leben. Auch keine Heilpflanze. Oder? Doch. Sah so lila aus. Was zur Hölle? Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Ja, vielleicht, aber ich wollte jetzt eigentlich, ich dachte, die wäre automatisch aktiv. Nebenquest. Unterversorgt eine Karawane, die. Und die Rede, wahrscheinlich muss ich dazu erstmal zurück und die Spur erstmal versuchen aufzunehmen, ne? Es klingt wieder nach diesem komischen Dings, ihr wisst schon. Paketonkel da. Oh, die Ried. Da lang. Uhu. Spur markieren. Machen wir gleich. Wächter. Aha. Mal gucken. Hier oben. Da sieht noch nach. Ne, ist keine Heilpflanze. Und da ist ein Stöckchen nur. Hier nehmen wir noch mit. Weiter geht's zu Dirit. Ich schätze mal, der ist nicht weit gekommen. Entweder hat ihn die Maschine erledigt. Und er steckt in der Klemme. Und wir müssen ihm dann doch helfen. Und mehr oder weniger verhaften. Oder er ist schon tot. Ich glaube nicht, dass er so eine Art Endboss ist. Weil jetzt ein wahnsinnig harter Kampf auf uns wartet. Andererseits sind auffällig viele. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Heilpflanzen hier so auf dem Weg. Hey. Na? Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Ein Traum. Was bist du denn? Was bist du? Ich krieg den ja nicht mal mehr ins Hirsche. Ich hatte scheinbar ein bisschen Leben verloren. Ups. Was ist das für eine Quatsch? Was geht hier ab? Vor allen Dingen, man wird halt... Ah,
dachte es. Ich dachte es mir doch. Ich dachte mir. Wo ist er denn? Da hinten. Das Vieh ist ja krank. Hey. Hack ist nur, ich sehe ihn nicht, er sieht mich nicht. Ja? Super. Und warum habe ich keine Lebensanzeige gerade? Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Okay, sie ziehen ab. Ich frage mich halt, wo der jetzt hin ist. Und was sagt die? Was sagt die Quest? Erledige den Pirscher. Na danke. Erledige den Pirscher. Ja, wie? War das da oben? Nee, das ist dieses große. Feuerbrüllrücken. Ich glaube, ich bin in einer Gegend, in der ich noch gar nicht sein sollte. Erledige den Pirscher. Die Frage ist nur. Wo zum Henker ist der? Warum hatte ich keine Lebensanzeige und warum habe ich sie jetzt permanent nicht? Ein Signal. Irgendetwas sendet ein Signal aus. Ich gehe mal davon aus, dass das der Pirscher ist. Hinten. Nicht identifiziertes Signal. Lass uns da mal hingehen. Ah, das ist wieder bei der Brutstätte, oder? Ich glaube, den Pirscher lassen wir erstmal Pirscher sein. Ich habe so das Gefühl, ich bin da in Sachen reingeraten, wo ich noch nicht reingeraten soll mit meinem Level. Ja, das ist Richtung Brutstätte. Pass mal auf. Mach. Blöder Mist. Das Signal ist hier ganz in der Nähe. Ja klar, es ist das... So, den hätten wir. Ich dachte, so einen kleinen Pfeil da irgendwie hin. Hier, die sind alle wie wild am gucken, was hier los ist. Moment. Ah! Verdammt. Der in dem Moment sein kleines blödes Köpfchen weg. Blöds. Oh Mann. Wo schießt du denn hin? So, wegen mir auch da. So.
Die eliminieren wir mal. Jetzt machen wir nämlich mal mit. Hallo. Ist ein Anfang. Absolut, ich sehe nur nichts. Es ist immer Nacht und oder Nebel. Schöner Move. Von dir? Ach, du willst da zu deinem... Mäh. Also gut, Planänderung. So. Blödvieh. So, das Ding hätten wir. So, und du. Jetzt schnell nachsetzen. So, komm. Frage mich gerade, ob wir sie haben. Klingt irgendwie noch so verdammt nach großer Maschine in der Nähe. Oh Mann! Wir scannen mal die Umgebung. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Ja. Ich glaube, dieser Lärm kommt aus dieser Brutstätte raus. Weil hier leben tut nichts mehr. Das kommt irgendwie daher, hier das. Dieser Krach. Ein Soundbug. Kommt irgendwie aus einer anderen Richtung, als es, glaube ich, gewollt ist. So. Ja, da sind wir. Und ich fürchte... Genau, das ist der Signalpunkt. Stimmt, eine gute Idee. Da reinzugehen. Alter. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? So, steh doch dran. Hallo? Mami? Mami, bist du's? Ja. Hier steht kein Level dran. Gut. Nö. Hm. Ja, da gehen wir rein. Das ist selbstredend. Abseilen. Ach, komm. Ordentlich ein Abseilen. Boah, was baut denn? Der reinste Wahnsinn. Never ever sind das menschengemachte Bauten, oder? Also wenn man so sieht, wie die Menschen am Ende ihrer Zeit gehaust haben in dem Bunker. Entweder sind das dann die Maschinen, wo auch immer sie herkamen, ob der Mensch dann Maschinen erschaffen hat und die sich dann selbst... Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. So ist es. Wer hat sie gebaut? Wo ist das? Wie krass das ist.
Ich bin das nicht. Wie echt krass das hier ist. Rüber. Wow. Ich feiere das gerade ein wenig. Also das ist definitiv ein rotes Licht. Moment, wir scannen. Lüftung. Und da ist ein... Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Die Beschädigung der Lüftung erzeugt ein Titangebiet. Aha. Erstmal in der Luft rumgeschlagen. Okay, das mit dem Tarngebiet habe ich noch nicht ganz geschnallt, weil es wird jetzt nicht so angezeigt, dass ich hier verborgen wäre. Ich habe immer noch das Auge offen da oben. War das? Stoßempfindlich, enthält ungiftiges Gas, das die Sichtbarkeit einschränken kann. Ah, Moment. Müssen wir wahrscheinlich... Deckung geben, wenn nötig. Frage ist, wie lange? Ich hoffe, lange. Mhm. Okay, falls wir da also irgendwas um die Ecke locken können. Ah, da vorne sind auch weitere Rüstungs... Lüftungsschächte. Okay. Transportieren Teile. Wohin bloß? Ding ist, ich sehe auch nichts. Naja, ich hab da was. Ups, bei. Okay. Was ist das denn hier? Grauomen. 20% Gesundheit. Na gut, warum auch nicht? Ein pyramidenförmige Gebilde hier auf dem Boden. Das sieht echt mega krass aus, wie aus einer Alien-Welt. Und ich fürchte fast, dass wohl des Rätsels Lösung sein wird, dass da irgendwas über die Menschheit hergefallen ist. Kann man da irgendwie hoch oder so? Nee, kann man das kennen? Das Gebilde hier? Nee, auch nicht. So viele Teile, die hier überall liegen. Leider kann man das irgendwie alles nicht nutzen oder irgendwie plündern. Das könnte man hier Metallscherben rausziehen. So, den Wächter nehmen wir natürlich. Da haben wir ein Herz wieder drin, das ist gut. Und hier hinten geht es weiter. Ich würde aber sagen, in der nächsten Folge geht es hier hinten weiter. Das ist mal wieder ein Cliffhanger. Gut, dass wir hier reingegangen sind, da draußen erstmal haben draußen sein lassen. Mensch, zuletzt hat es nicht gut geklappt, jetzt die Kämpfe. Ich muss irgendwie wieder an mir arbeiten. Ich muss auch mal wieder auf den Katscha-Bogen gehen. Ich glaube, wir haben ja mehr Nahkampf demnächst als Fernkampf. Gut, also für draußen muss ich noch ein bisschen üben, gerade für diesen komischen Transportonkel da. Mal schauen, ob wir den noch hinkriegen. Muss ich mir noch eine Idee einfallen lassen. Ich schätze, diese Fesselfalle könnte eventuell helfen. Ansonsten Schockpfeile kann ich, glaube ich, nicht herstellen. Ich muss mal gucken, wie wir den hinkriegen. Irgendeine Idee. Ich muss da mal überlegen. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.